Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Astreiter und wir sind in Arborion in Folge Nummer 75. Wir haben letztes Mal ausgebaut. Da gehen wir jetzt mal gerade nochmal reingucken, weil... da wollte ich gar nicht reingucken. Ich wollte da reingucken. Das war ja hier unser Ziel. Gucken, dass wir hier die Systeme erweitern. Das haben wir getan. Kontrollsystem. Ich bräuchte jetzt aber erstmal irgendwie was, wo ich hier mehr Plätze kriege in der Richtung, ne? Das sieht nicht so aus, dass es geht, oder? Wie vertue ich mich da? Bewaffnete oder unbewaffnete? Okay, aber hier sind nur unbewaffnete. Einer. Ja, dann zack, kann es ja nur der sein, ne? Was ist das hier? Unbewaffnete Geschütze plus 7. Und dann kannst du den leer rausnehmen. Und den reinsetzen, weil da habe ich noch mehr von, oder? Ja, sieht besser aus, oder? Gut, dann war der hier jetzt gerade nicht so der Bringer. Waren wir gerade beim Ausrüstungsdock, hoffe ich, dass wir das gerade gemacht haben und jetzt nichts verloren haben, oder? Das Ding haben wir ja so rausgezogen, war fest installiert, ich weiß es nicht. So, das bedeutet, Pitch ist ein bisschen schlecht und Energie ist jetzt auch nicht so dolle. Sind wir am Grenzwert, ne? So, da ist er. Sehr schön. So, was war noch zu tun? Ist das jetzt hier ein Ausrüstungsdock? Ja, deswegen konnten wir die Ein- und Ausbauten gerade machen. Gut, Glück gehabt. Wir haben jetzt nochmal da reingucken gerade. Wir haben das alles gebaut, ne? Also hier sind die Leute passend. Das hatten wir letztes Mal noch gemacht. Hier ist alles besetzt. Wir haben zwar vergrößert und einen Slot dazugekriegt, mehr war es nicht. Fracht ist leer, das ist gut. So, Hangar, neue Staffel haben wir noch nicht, aber kriegen wir jetzt bald. Und Torpedos sind auch drin, die müssen wir uns auch noch drum kümmern, alles klar. Okay, das bedeutet, wir können hier noch ein paar Geschütze erstmal einbauen. Und zwar hier weg. Doppel-Tesla-Geschützturm und Doppel-Laser-Geschützturm. Noch was? Warte mal, was war das jetzt hier mit Titan waren die, okay, und der war auch Titan. Hat man nicht letztes Mal Trinium, irgendwelche Waffen aus Trinium gekauft? Da. Und der da wahrscheinlich auch noch, ne? Genau. Okay, der funktioniert dann nicht mehr. So, was ist das denn hier? 100 Doppel-Laser Geschützturm exotisch. Okay, lassen wir erstmal so. Wir müssen aber immer dran denken, dass wir die richtig bauen, ne? Ja. Jetzt lassen wir gerade schauen, dass wir jetzt hier können wir raus. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein und sehen, dass das hier richtig schick ist, ne? So, zu schwach sind wir jetzt bestimmt nicht mehr, ne? Wo ist unser Schiffchen da? Okay, jetzt können wir es dann mal mit den Jägern noch vereinbaren. Warte mal, Ausrüstungsdock bedeutet doch auch gleichzeitig Torpedos, oder? Wo ist der Dockingport, den wir genommen haben? Da, ne? Traktorstahl da, ne? Geht noch. Ausrüstung handeln. So, kurz einmal schauen. Bergbausystem. Sollen wir das kaufen? Ja, wollen wir kaufen. Hier sind jetzt die Geschützkontrollsysteme, die was taugen. Bewaffnete. Radarreichweite plus 7. Aber 718 ist mir viel. Handelssystem kaufen wir, um das abzugraden. Lasergeschützturm und so. Ja, okay, da haben wir jetzt erstmal gerade genug gekauft. Laserjäger.
Reparaturjäger. Okay. Plasmajäger hier. Laserjäger. Reichweite 5, DPS 23, Schadenstyp Energie. Ja, brauchen wir einen Piloten für, ne? Ist klar. Point. Mehr Schaden gegen Raumjäger und Torpedos. Vielleicht sollten wir diese hier, Point Defense Laserjäger, nehmen, ne? Splitter. Aber Lebenspunkte 26 ist ja nichts, ne? Das ist mehr so eine defensive Einheit dann. Reparaturjäger hört sich natürlich auch cool an, ne? Feuerrate 1,4, Schaden 24,3, Plasma und Schilder. Größe 4, Lebenspunkte 37. Der hat hier 74 Lebens. Der macht schon mehr Sinn, der Trinium, ne? Plasma Schilder Energie. Plasma hier ist natürlich teuer, ne? Was ist das hier, die 9? 9 Stück gibt es da was, ja. 2,5, ne? Ist wieder auf 9 gegangen, oder wie sehe ich das? Sonstiges, Torpedos. Ja, da kannst du das Geld direkt rausschießen dann, ne? Lebenspunkte 13. K Schaden an Schilden bis zu 29,1 K an der Hülle. Also was, dann nehmen wir jetzt mal hier noch ein paar von. Und gut ist, dann haben wir das. Dann gehen wir jetzt mal da oben hin zum Briefumschlag und gucken da nochmal rein. Was ist hier? Ich sehe, du hast die Torpedos haben gefunden. Torpedos sind die fantastischen Waffen mit großer Reichweite und möglichen sehr hohen Schaden. Triff mich in Sektor 2, 79, 74, ich zeige dir, wie sie funktionieren. Indem du gelernt hast, wie sie funktionieren, kannst du ein paar meiner alten haben. 279, 44. War das Minus gerade? M. Da ist er. Koordinaten in den Computer eingeben. Dann springen wir doch da mal hin und gucken, was da so los ist, ne? Ausrichten und Jump. Gut. Kito, Leben der Abenteuer ruft dich. Enter antworten, Enter. Hallo, danke fürs Kommen. Ich werde dir erklären, wie man Torpedos benutzt. Ich habe einen Wrack für die Zielübung organisiert. Okay, legen wir los. Hier ist dein erster Übungstorpedo. Um ihn auszurüsten, musst du ihn erst in ein Torpedorohr laden. Geh in ein Torpedo-Tab im Schiffsfenster und ziehe den Torpedo in ein Rohr. Geh in das Torpedo-Tab im Schiffsfenster und ziehe. Oh Gott. Ich schätze mal hier. Wechsle in das Schiff-Tab und verknüpfe das Rohr mit einer Taste, damit du es aktivieren kannst. Okay. Ich schlage vor, dass du gleich mal versuchst, das Wrack abzuschießen, sobald es bereit ist. So, Torpedo-Tab.
Wo ist denn jetzt der Übungstorpedo? Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, welcher Torpedo der ist, den er mir gegeben hat, ne? Das sind alles meine auf jeden Fall. So wie es aussieht, sind das alles meine. Ja, ich habe auch 10 Stück gekauft. Dein Frachtraum ist leer. Ja. Torpedo-Einführung. Da hinten ist ein Schiff. Da ist das Wrack. Jetzt ist nur die Frage, wo ich den Übungstorpedo herkriege. Okay, da und da. Ja. Also das kann ich ja schon mal, ne? Wie man sieht, die da reinschleudern. Das sind noch weitere Rohre dann. Tja. Das kann ich hier auswählen automatisch, alles klar. Fracht habe ich nicht, Energie ist da, ist klar. Hangar, neue Staffel. Koop-Steuerung. Das Wrack. Finde ich denn auch den Kollegen hier? Wohl nicht, ne? Doch, da unten ist er. Enter. Ich glaube, ich kann da jetzt nicht gucken, was der gesagt hat hier, ne? So, Schiff zerstört, das kannst du jetzt an einem Reparaturdock. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Hier haben wir jetzt noch Rekonstruktionsmarken. Das sind alles Waffen und Slotkarten. Missionen. Lerne, wie man Torpedos verwendet. In einer Anleitung und deinem Freund gehört ein Abenteuer. Erlege, lies alle Anleitungen. Nein, erlege, trifft den Abenteuer einen Sektor. Habe ich öffne das Torpedo-Tab in Schiffsfenster. Ziehe den Torpedo an Torpedo auf. Taste um es zu öffnen. Karte zeigen, ist da, dann bin ich ja schon richtig, so ist ja nicht. Öffne das Torpedo-Tab im Schiffsfenster. Ja, Schiffsfenster ist klar, ne? Soll ich das öffnen? Aber ich habe hier keinen Torpedo drin von ihm. Habe ich was übersehen? Nein. Vielleicht muss ich erst an ihn da rankommen, oder was? F interagieren. Grüßen. Gehen das Torpedo-Tab im Schiff und ziehen das Binnenrohr.
gleich mal versuchst, das Wrack abzuschießen. Also den Torpedo hat er mir immer noch nicht gegeben, ne? Ich fliege mal bei ihm näher ran, vielleicht muss ich da in der Nähe sein, um den Torpedo zu kriegen. Kann natürlich sein, ne? Ah, das war wohl zu schnell geflogen, ne? Naja, so schnell dreht unser Ding nicht, ne? Grüßen, hier ist dein Assumstorpedo. Ja, habe ich verstanden. Aber ich krieg den Übungstorpedo nicht. Ich hätte keinen kaufen sollen, oder wie sehe ich das? Ja, dann wollen wir da das Wrack da anrufen. Nützt ja nichts, ne? Ich würde es mal gerne auswählen. Geht gerade aber irgendwie schlecht. Ich krieg's nicht hin. So, jetzt habe ich's. Das ist das Wrack. So, das haben wir schon mal geschafft. Ne, sind wir schon wunderbar dran vorbeigeflogen. So, jetzt muss ich aber noch hier irgendwas hier auswählen. Ach, da sind sie ja. So, das ist jetzt von mir aus die 8. Das ist die 9. Das ist die 1, die 1, die 1 und die 1. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Und dann. Oh. Okay. Gut. Oh, da ist ein Pirat. Hier, nimm den Torpedo und mach ihn fertig. Habe ich die jetzt gekriegt oder nicht? Immer noch nicht, ne? Wer ist denn der Nähere, der? Egal, glaube ich, ne? Puh, dieser Pirat hat diese Anti-Torpedo-Waffen, zum Glück wir uns was nicht schaden kann. Kann ich auch mal weiterfliegen? Wäre schön, ne? Schön, du hast Potenzial, wieder eine gute Tat. Was soll ich jetzt machen? Ich hab doch nur meine eigenen Torpedos jetzt hier, ey, Alter, ey. Zack. Der hat die jetzt irgendwie da. Die sind jetzt tatsächlich so kaputt gegangen, ne? Ich muss mal gucken, gibt's eine Stelle, wo er nicht schießen kann? Toll.
Ich habe keine Torpedos mehr, mein Freund. Das ist echt super. Wo ist er denn jetzt? Er ist abgehauen oder was? Ich bin alleine gegen den hier. Unverwundbar stand der Rat. Ja, das ist jetzt wieder ein tolles Ding, ne? Wo ist er denn, mein Freund? Ist er abgehauen oder was? Wer ist denn hier im Sektor? Schiff Traveler und die Corvette. Sehr gut gemacht, wa? E-Mails. So, die E-Mail brauche ich nicht mehr. Ich brauche das andere. Ja, das ist wohl weg, das ist wohl erledigt. Hat dann auch gut geklappt. Gut, dann würde ich aber sagen, sind wir erst für die Folge durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt, damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.